Hi, wir sind gerade in der Halbzeitpause von Wheel of MMA 49. Ich stehe hier zusammen mit Katharina Dalista vom Team MMA Spirit, die heute ihren MMA-Kampf gewinnen konnte. Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mega glücklich, dass das alles so geklappt hat. Und ja, ich freue mich einfach nur, dass ich gewonnen habe und dass ich mich nochmal im Gegensatz zum letzten Kampf steigern konnte. Du bist die ganze Zeit nach vorne gerusht. Wir haben gerade so ein bisschen davon geredet gehabt. Ich denke, am Ende war es doch das eigentlich, dass du die aggressivere, fittere Kämpferin warst. Du sahst zumindest so aus. Ja, also genau. Ich habe vor 3 Wochen meinen ersten Profikampf gemacht. Und da habe ich eben auch teilweise sehr gute Treffer gemacht. Aber da war eben mein Fehler, dass ich stehen geblieben oder rückwärts gegangen bin und eben nicht nach vorne bin. Und deshalb war es heute eben das Ziel, wirklich auch nach vorne zu gehen. Die Kondition ist da. Die Physis denke ich auch. Das war bisher noch nie so mein Problem. Aber genau, ich bin einfach nur froh, dass ich heute mal nach vorne gelaufen bin auch. Was mich echt mal interessieren würde, wie hast du dich auf diesen Kampf vorbereitet? Wie oft trainierst du in der Woche? Also ich trainiere 6 Tage die Woche. Meistens eine Einheit pro Tag. Genau, und im Endeffekt alle Einheiten eben durch, halt eben von Jiu-Jitsu über Boxen, Thai-Boxen, Ringen. Und einmal die Woche haben wir eben auch immer eine harte Sparring-Einheit, eben dann genau MMA-Sparring. Du kommst ja aus einem Team, das sehr renommiert ist. Ihr habt Max Koga, ihr habt Daniel Weichel, Sabah Boulagi und so weiter. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr sagt, ihr macht Sparring, werkest du dann da auch mit und so weiter? Ja klar, also genau, Samstag ist immer unser Sparring-Tag. Mache ich da mit. Also natürlich schonen mich die Jungs schon ein bisschen. Also es ist schon von der Intensität für mich eigentlich perfekt. Sind natürlich alle, klar, es sind halt alle technisch mir stark überlegen, aber schaffen es halt auch immer, sich so an mich anzupassen, dass ich dann halt auch echt sehr viel eben von denen auch lernen kann. Also da freue ich mich für dich, dass du da so ein Team gefunden hast. Und ich glaube auch wirklich, ich habe das auch vorhin beim Kommentieren gesagt, das war bei Wheel of MMA der MMA-Kampf bisher von den Frauen mit dem besten technischen und physischen Niveau, muss ich sagen. Also ihr zwei habt wirklich einen sehr guten Kampf abgeliefert und gute Werbung für den Sport gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht groß weiter reden. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, kannst du es gerne sagen. Wenn du noch jemanden grüßen möchtest, dein Team, deine Sponsoren, deine Familie, dann tu das jetzt. Okay, also ich will mich bei meinem ganzen Team, eben beim MMA Spirit bedanken, im Endeffekt bei allen, die mich eben bei der Vorbereitung unterstützt haben, mich heute hier unterstützt haben, an die ganzen Fans, die eben auch hierher gereist sind und die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich bin mega froh, dass eben alle so hinter mir stehen und danke dafür. Katharina, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön für das Interview.